Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei uns diesen super leckeren Mohn-Schmandkuchen und wenn ihr sehen wollt, wie ich den mache, dann bleibt dran. Ich fange an mit dem Boden für den Kuchen. Ich verwende dafür 75 Gramm Butter, ein Ei, 175 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, 70 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Und jetzt können wir auch schon gleich loslegen. Der Kuchenboden ist ein Mürbeteig und ich tue einfach alles nur in die Schüssel. Und zwar nehme ich hier die Butter, den Zucker, Vanillezucker, Mehl, Backpulver und das Ei. Der Mürbeteig ist jetzt fertig. Ich werde ihn jetzt in die Springform drücken. Ich benutze eine 28er Springform. Ich habe den Boden mit Backpapier ausgelegt und da kommt jetzt der Teig rein. Den Teig werde ich dann so ausbreiten und an den Kanten etwas hochziehen. So, der Mürbeteig ist jetzt fertig. Ich habe ihn an den Seiten auch ein bisschen hochgezogen. Der kommt vorerst in den Kühlschrank und dann mache ich die Mohnfüllung. Für die Mohnfüllung verwende ich 200 Gramm Blaumohn, 80 Gramm Grieß, 500 Milliliter Milch, 150 Gramm Zucker und 50 Gramm Butter. Für die Mohnfüllung koche ich als erstes ein Grießbrei. Dafür nehme ich die Milch und den Zucker. Die Milch und den Zucker werde ich jetzt zusammen aufkochen und dann kommt der Grieß da rein. Und ich lasse das dann 1-2 Minuten kochen, bis es ein dickflüssiger Grießbrei wird. Und dann kommt der Mohn und die Butter dazu. So, der Grießbrei ist fertig und da kommt jetzt der Mohn mit rein. Und das wird auch noch mal kräftig umgerührt. So, und zu guter Letzt noch die Butter. So, die Mohnmasse ist jetzt fertig und kann ein bisschen abkühlen. In der Zeit bereite ich den Guss schon mal vor. Für den Schmandguss verwende ich 2 Becher Schmand, 70 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillepuddingpulver und 250 Milliliter Milch. So, für den Guss vermische ich das Puddingpulver mit dem Zucker und der Milch. Ich rühre das kurz so um. Ich habe es jetzt umgerührt, bis es klümpchenfrei ist und jetzt kommen die beiden Becher Schmand da noch hinzu. Das wird jetzt gut verrührt, bis keine Schmandklümpchen mehr zu sehen sind. So, den Backofen habe ich jetzt schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und jetzt kann die Mohnmasse auf den Mürbeteig. Das verstreiche ich jetzt einigermaßen gleichmäßig. Darüber kommt jetzt der leckere Schmandguss. Der Kuchen ist jetzt fertig und kann in den Backofen. Wie gesagt, den Backofen hatte ich schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und da wird der Kuchen jetzt ca. 50 bis 60 Minuten backen. Die genaue Zeit sage ich euch im Anschluss.
Also der Kuchen ist jetzt aus dem Backofen raus. Er war genau 50 Minuten drin und ich lasse ihn jetzt komplett auskühlen in der Form. Und morgen früh werde ich ihn dann anschneiden und dann zeige ich euch, wie der von innen aussieht. Der Kuchen ist total einfach zu machen und super lecker. Probiert ihn unbedingt mal aus. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.